Hallo, wir haben immer noch Corona-Ausgangsbeschränkung, deswegen fällt hier im Aikido auch das Kindertraining aus. Wir machen jetzt heute ein Video für Kinder ab so circa 7 Jahre, aber es dürfen auch ruhig Jüngere probieren, da mitzumachen, weil die Eltern einfach mit dazu gucken. Ne? Und wenn ihr daheim seid, im Wohnzimmer, Kinderzimmer, einfach schauen, dass ihr um euch herum ein bisschen Platz habt, dass ihr euch nicht irgendwo anstoßt oder anhaut, wenn ihr ein bisschen bewegt und eben einfach auf euch aufpassen auch ein bisschen. Also wir fangen so an mit einer Begrüßung, mit Verneigen, wie immer beim Training. Und dann aufstehen. Mal die Arme ein bisschen ausschütteln, dann zu euren Hüpfen kommen. Alles ganz locker lassen, aufrecht bleiben. Und wieder zum Stand kommen. Und jetzt die Beine klopfen, ein bisschen auch nach unten gehen dabei. Noch ein bisschen die Hüften und den Rücken. Bauch und dann ausklingen lassen. Und einatmen, die Arme nach oben nehmen, kurz rausmachen, konzentrieren, ausatmen. Und ganz weit in den Raum rein spüren. Ganz groß um euch rum. Kopf ein bisschen klopfen, und kurz bis zum Nacken hinter und wieder zurück. Und dann auch noch über das ganze Gesicht. Und dann zu den Ohren gehen, die Ohrenmuscheln ein bisschen kneten, massieren und ein bisschen lang ziehen, so dass es sich angenehm anfühlt. Gut. Dann den Kopf ein bisschen so rechts, links neigen. Und hinten vorne. So, um die Schultern kreisen, damit der Oberkörper ein bisschen in Bewegung kommt. Und andersrum. Und dann, wenn die Schultern hochziehen, dann gehen richtig bis zu den Ohren und fallen lassen. Ja. Nochmal. Gut, dann setzen wir uns jetzt erstmal hin und die Beine so aufstellen. Ich sage mal kurz von der Seite, so dass ihr möglichst gut gerade seid hier am Rücken abstützen. Und die Knie so nach rechts und links drehen, ablegen. So, jetzt die Beine auseinanderfallen lassen, so dass ihr gut an die Fußsohlen hinkommt, dass wir für die auch noch was machen können. Da klopfen wir jetzt auch einfach nochmal so drauf. Man muss immer so festmachen, wie es sich einfach angenehm anfühlt für euch. Ne? So, jetzt die Fußsohlen aufeinander. Gut halten mit den Händen und in den Hüften ein bisschen wippen, dass es auch gelockert wird, dass man sich da gut weich fühlt. Und jetzt so ein bisschen rechts-links bewegen, den Schwerpunkt hier gut spüren. Erstmal so weit gehen, dass man nicht umfällt. So, und ich mache jetzt die Bewegung, die kommen wir einmal vor, langsam. Und die machen wir dann ein paar Mal schneller. Ich erkläre es jetzt erstmal. Und das heißt, ich ziehe den Kopf ein bisschen an, wenn ich mich auf die Seite fallen lasse. Dann so hier umfallen lassen, über den Rücken kommen. Und zur anderen Seite wieder hoch. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel so umfällt und kommt irgendwie nicht hoch, dann nimmt einfach die Hände dazu und probiert es nochmal. Wenn es nicht gleich funktioniert, ist jetzt kein Drama. Ne? Das muss man vielleicht einfach öfter mal probieren. Und wir machen jetzt dann dreimal rechts rum, dreimal links rum, dreimal rechts rum, dreimal links. Und ich zähle auch mit und versuche es einfach mal so mitzumachen. Falls euch schwindelig wird oder so, dann einfach Pause machen. Ne? Gut, eins. 2, 3, 1,
zwei, drei, wieder die erste Richtung, eins, zwei, drei und nochmal wechseln, eins, zwei und drei. Gut, dann die Beine jetzt erst nochmal ausstrecken, ein bisschen ausschütteln. Und auch mal so kurz ein bisschen dehnen, also so weit machen. Und dann gehen wir zu einer Seite. Entweder ihr könnt so zum Fuß greifen oder wenn ihr da nicht hinkommt, könnt ihr einen Gürtel nehmen und könnt euch so ein bisschen ranziehen. So, und dann auch nochmal zur anderen Seite. Und nochmal wechseln. Und am besten immer mit Ausatmen in die Dehnung gehen. So, jetzt hole ich mir hier mal ein paar Kugelchen, die habe ich hier vorbereitet. Also da kann man irgendwas nehmen, ihr könnt Spielsachen nehmen oder ein Sofakissen oder was auch immer und hier einfach einen Schacht oder einen kleinen Hocker hinstellen und dann so hinsetzen, dass ihr mit den Füßen da drüber seid. Ne? Und man kann das natürlich, wenn man jetzt älter ist und sagt, es ist so Kinderkram, kann man natürlich auch ohne sowas machen. Ne? Also ich gehe jetzt da so hin und hebe das praktisch hier drüber und lege es auf der anderen Seite ab. Ne? Wo ich verschiedene Sachen nehme, da muss man einfach auch mit den Füßen spüren, wie man die gut greifen kann. Ablegen, dass es nicht wegrollt und wieder zurück alles. Und gut hinstellen. So. Ups, oh. Kann passieren, muss man dann wiederholen. Und wieder zurück. So, und nochmal. So, und noch einmal. Versucht auch, wenn es geht, die Beine wirklich die ganze Zeit in der Luft zu halten. Also nicht jetzt ständig zwischendrin mal ablegen und ausruhen. Ich meine, das natürlich gar nicht mehr geht schon, aber man darf sich auch ein bisschen anstrengen. Okay, gut. Jetzt erstmal die Beine wieder ein bisschen ausschütteln. Räumen wir es mal weg. Und jetzt machen wir eine Bewegung, dann nehme ich dann diesen großen gelben Ball dazu. Also ihr könnt so einen nehmen, wenn ihr den daheim habt. Man kann es auch mit einem kleineren Ball machen. Ich drehe mich zur Wand, weil normal machen wir das sonst, wenn mehr Kinder da sind in der Gruppe und rollen das hin und her. Und ich roll es jetzt einfach mal an die Wand. Also ich setze mich so. Und auch mit Beinen breit. Roll den so in Richtung Wand und fange ihn wieder auf, wenn er kommt. Und dann gehe ich so zurück, dass ich den einfach in den Händen habe und wieder in Richtung Wand. Und das machen wir jetzt dreimal mit den Händen auffangen. Und wenn ich das dann ansage, auch mal mit den Füßen versuchen zu fangen. Okay, und eins, und zwei, und drei. Und als nächstes, mal versuchen wir es, um mit den Füßen zu nehmen und nach hinten zu gehen. Gut, und nochmal mit den Händen dreimal. Dass der Kopf, wenn es geht, nicht auf die Matte kommt.
wieder die Beine ein bisschen ausschütteln. Also darf man ruhig ein bisschen spüren, auch noch manche Sachen. Ne? Und wir machen jetzt mit kleinen halben Rollen weiter. Das erkläre ich jetzt nochmal. Das ist im Prinzip ähnlich wie das, was wir gerade gemacht haben, nur ein bisschen mehr auf einer Linie, ein bisschen geschlossener. Das heißt, ich sitze so, das eine Bein ist aufgestellt, das andere runtergeschlagen. Ich lasse mich nach hinten fallen, mache die Beine lang und komme wieder vor. Und auch da, ich sage es mal von der Seite, soll der Kopf nicht auf die Matte kommen. Ne? Also einfach, dass der geschützt ist. Das ist eine Vorübung für die ganze Rolle. Die kommt ja normal im Training auch auf jeden Fall, jetzt heute nicht, aber nur, dass ihr wisst, wo das hingeht. Und das machen wir jetzt fünfmal die eine Seite, fünfmal die andere und dann danach auch nochmal ganz aufstehen, euch den Fuß so hinten setzen, dass er gut stabil steht, wieder unterschlagen und wieder runtergehen. Ne? Genau, da zähle ich auch mit und macht es so mit, wie ihr könnt. Also wenn es für jemand ganz neu ist, dann vielleicht ein bisschen langsamer, die das kennen, also ruhig das so machen oder auch außerhalb von dem Video ab und zu mal sowas üben, das ist auch kein Schaden. Gut, eins. 2, 3, 4, 5 und in der Luft wechseln. 1, 2, 3, 4, 5 und beim nächsten Mal aufstehen. 1, 2, 3, 4, 5 und in der Luft wechseln. 1, 2, 3, 4 und 5. Okay, gut, geschafft. Mal stehen bleiben, den Atem ein bisschen zur Ruhe kommen lassen. Und dann mit so einer kleinen Drehung bis zum einen Fuß in den anderen reingehen, aufrecht stehen. Gut, und dann wieder zur Ruhe kommen. Jetzt mal ganz mit dem Gewicht auf einem Bein stehen. Das andere Bein so entspannt nach unten bringen. Hüfte kann nach unten fallen. Und dann hier auch einfach im Knie mal anwinkeln, sodass der Fuß sich vom Boden abhebt. Aber ohne, dass jetzt die Hüfte hochkommt, sondern so, dass ihr einfach versucht, stabil zu stehen. Und nur so viel Kraft braucht ihr, wie ihr irgendwie nötig ist zum Stehen. Und nicht extra irgendwo Spannung bringen. Dann mal wechseln auf die andere Seite rüber. Und Zeit lassen, ankommen. Wenn das Bein ein bisschen zittert, weil dort die Matte weich ist, dann balanciert sich das ein bisschen aus. Auf dem härteren Boden daheim ist es vielleicht leichter. Das einfach spüren, was passiert, wo ihr euer Gleichgewicht herbringt. Und dann wieder auf beiden Füßen stehen. Ich hole jetzt nochmal was dazu. Also das ruhig auch machen. Kann ein Sofakissen sein oder irgendwas Kleines. Und das lege ich mir jetzt so auf den Kopf. Und dann gehe ich wieder auf die eine Seite und nehme das Bein so hoch. Und wenn das Gefühl habt, dass es sicher steht, dann ruhig auch mal so eine Atembewegung dazu machen. Einatmen, Pause machen, ausatmen. Und wieder auf die andere Seite rüber wechseln. Erstmal richtig sicher ankommen. Stehen und einatmen. Und aus. Und falls mal was runterfällt, ist nicht schlimm, ist mir auch schon passiert, ne? Dann einfach wiederholen, wieder drauflegen, ist auch kein Trauma, dafür übt man das ja. So. Und noch einmal. Gut. Ich hoffe, ihr habt es dann auch geschafft. Ne? Ich sehe euch ja jetzt nicht.
sonst ist es immer anders, es ist für mich auch ungewohnt heute, aber gut, machen wir jetzt mal so. Jetzt kommt noch eine Übung, da lege ich jetzt diesen Gürtel mal so auf den Boden. Ihr könnt, wenn ihr sowas habt, das auch nehmen oder wenn ihr jetzt irgendwie eine Gymnastikmatte habt oder sowas, auf der ihr da jetzt trainiert oder übt, dann könnt ihr euch auch an den Rand von der Matte stellen. Nehmen das jetzt erstmal so dazu und stellt euch einen Fuß drauf. Und jetzt lauft ihr da so auf dieser Linie lang. Ohne dass ihr jetzt gucken müsst, sondern guckt einfach nach vorne, wo es hingeht und versucht ein bisschen in eure Füße reinzuspüren. Macht nicht so große Schritte, also dass ihr einfach so einen Fuß nach dem anderen setzt und dann auch nochmal wieder rückwärts zurück. Und dann legt ihr euch, jetzt probieren wir wieder was auf den Kopf und dann macht ihr das nochmal. Ne? Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen die Hände weitermachen, dass ihr euch stabil spürt. Und dann nochmal. Und ich sage, wenn das runterfällt, ist es halt so, dann macht man es einfach nochmal. Ne? Genau, so jetzt der Gürtel jetzt zu Ende. Gut. Und jetzt kommt noch eine Bewegung, die heißt Taisabaki. Das ist eine Schrittfolge. Das ist auch eine Ausweichbewegung in Aikido-Techniken, die wir machen. Und dafür lege ich mir jetzt nochmal einen zweiten Gürtel hin. Aber ihr könnt auch genauso gut euch auf eurer Gymnastikmatte eben einfach ausrichten. Das heißt, ich stehe jetzt mal so da, die Hand zeige ich so nach vorne, also nicht so hängen lassen, noch richtig ein bisschen stabil nach vorne, lebendig, so dass ihr gut dahinter steht, dass ihr euch geschützt fühlt und mache jetzt die Bewegung zwei, drei Mal vor und dann erkläre ich das noch ein bisschen. Ne? Also hier ein bisschen den Fuß so nach außen aufdrehen, nach vorne gehen und drehen, sodass jetzt die andere Hand und das andere Bein vorne ist und ihr schaut in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, da bewegen wir so hin und her und bleiben auch auf dieser Linie erstmal. Und wichtig ist, dass ihr wirklich hier ein bisschen den Fuß nach außen dreht, mit dem Gewicht da reingeht, jetzt einen Schritt vormacht und mit der Drehung da reingeht. Also nicht so draufhüpfen, dass das ganze Gewicht in die Gelenke geht beim Drehen, sondern dass es sich für die Gelenke gut anfühlt. Und auch keine steifen Beine, also ruhig ein bisschen tiefer stehen. Und dann so ein paar Mal hier hin und her bewegen. Gut so seitlich stehen, Schulter ein bisschen nach hinten bringen, dass es gut hier in einer Linie ist mit den Beinen und den Hüften und gut nach außen gucken. Ne? Gut, okay, jetzt räume ich die Gürtel wieder weg und zum Abschluss. Also falls ihr so einen Gymnastikball daheim habt, könnt ihr das dann auch machen oder vielleicht auch über was anderes Größeres ein bisschen drüberlegen, den Ball so hinlegen, musst du draufsetzen und dann mal den Rücken so nach hinten ablegen, dass es sich einfach schön angenehm anfühlt, ein bisschen entspannen, kann auch so ein bisschen dippen, wenn man will. Vielleicht sollte jemand den Ball festhalten, also dass er nicht wegrollt, wenn er sehr groß ist für euch. Also immer ein bisschen aufpassen, dass es angenehm ist, dass es gut geht, was man macht alles. Gut. Dann den Ball wieder auf Seite legen. Und das war jetzt auch das Training für heute. Das ist mehr eine Aufwärmung. Normal kommt dann noch Rollen und mehr Ausweichbewegungen. Auch manchmal ein Parcours, den wir auf der ganzen Matte aufbauen. Das gehört für die Jüngeren. Oder eben Aikido-Techniken. Das ist ein Teil vom normalen Aikido-Training. Das hoffentlich bald wieder hier stattfinden wird. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Bis zum nächsten Mal.